Der Waldbrand in der Umgebung des Ortes Frohnsdorf bei Treuenbrietzen in Brandenburg hat nach Angaben der Feuerwehr am Samstag bereits ein Ausmaß von rund 60 Hektar. Daher hat der Landrat den Katastrophenfall ausgerufen. Kai-Uwe Schwienzert, Sprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark, beschreibt die Lage. Ursprünglich ist die vom Brand, vom Ausgangsort des Brandes betroffene Fläche ist eine Munitionsverdachtsfläche. Das heißt, es ist schwierig, dort Löschfahrzeuge hineinzubringen oder es ist unmöglich aus Sicherheitsgründen. Das heißt, man kann die Flächen immer nur von der Seite her löschen und da hat man natürlich nur eine begrenzte Reichweite. Deshalb ist der Einsatz eines Hubschraubers, den wir jetzt planen, absolut wichtig und das effizienteste Mittel. Im Verlauf vom Samstag hat es zunächst geheißen, dass sich das Brandgeschehen beruhigt habe. Jedoch hatten Winde mit Geschwindigkeiten von rund 45 km/h dazu geführt, dass sich die Feuer erneut weiter entfachten. Auch die hohen Temperaturen von ca. 35 Grad Celsius erschwerten die Löscharbeiten. Der Einsatz bei Frohnsdorf, rund 75 Kilometer südwestlich von Berlin, ist schwierig, weil es sich unter anderem um Flächen in einem Kampfmittelverdachtsgebiet handelt.